Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei While True Learn. Beim letzten Mal haben wir Maddox abgeschlossen. Es war eine eher unproduktive Folge, aber es war sehr, sehr schwierig. Oder ich bin einfach auf dem Schlauch gestanden. Heute geht's mal weiter im vertikalen Tree mit den Illuminati Origins. Good day, I study ancient manuscripts and books in order to figure out the true story behind the Illuminati secret society. I need to recognize all the triangle shapes in his documents to solve the puzzle. Could you design a program that would do that for me? To decrease and increase speed, ja, das kennen wir. Haben wir schon mehrfach verwendet. Sift. This block compares shapes. If the shape element of matches the design shape, the element goes to the top socket, the rest goes to the bottom socket. Okay, das ist einfach if, else für Shapes anstatt für Farben. Sift's scale invert feature transform is one of the most powerful non-neural image recognition algorithms. Sift is very fast and capable of recognizing simple objects and patterns. Okay, da könnte man sogar noch... Gibt noch Links, wo man sich das angucken könnte. Spannende Geschichte. Das hier können wir nicht wegziehen. Also die sind fest positioniert, die können wir nicht umherziehen. Wir dürfen zwei Nodes verwenden, haben 57 Sekunden Zeit. Wow. DLL-Nodes haben wir immer noch nicht, Custom-Nodes dürfen wir nicht verwenden. Okay, ich glaube, alles was nicht Custom-Nodes ist, ist verhältnismäßig einfach. Weil wenn man da jedes Mal durchscrollen muss und das richtige Ding zu finden, das ist ein bisschen... Okay, wir haben 21, gut, bring it on, ich denke das wird relativ einfach sein, testen wir, weil wir wollen ja nur die Triangles haben, ich denke das müsste Gold sein, sollte auf jeden Fall reichen. Sehr gut. Dann releasen wir das. Also ich habe das Gefühl, die vertikalen, die sind einiges einfacher als die horizontalen. Also es ist dann quasi, beim vertikalen kriegt man so die Basic geteacht. Und bei den horizontalen, bei den optionalen Missionen, das sind dann wirklich die Challenges. Sehr gut. Working for the man feels too easy, boring or soul-sucking. Aim for the sky and become CTO of a startup. In the world of savage market laws, it's either sink or swim. Will you get rich or bite the dust? It's worth trying anyway. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal dieses Tartari-Dingens hier. Good day, we are inviting you to join our hacker startup. We write cheats and guides for different games. But we would like to create something very cool now. We need a program that will play and win in Arkanoid instead of the player. We know that you know a lot of machine learning, so we are inviting you to participate in our startup. Okay. You're about to invest 1,200 in start... Pff, echt? Wie viel haben wir denn? Wie viel haben wir? 4,000. Okay, ich denke, das können wir uns leisten, oder? Dieses Startup. Go. The scheme created while working for a startup does not differ from any other scheme, but it can work better or worse. Your profit depends on the quality of the scheme. Okay. Once you press release button, the startup will start working. Until then, feel free to experiment. Test runs don't cost time or money. You can also modify your schemes at any time. Okay. Gut, das... Ach, hier gibt's nicht Silber, Bronze, Gold, sondern je mehr wir verwenden, desto mehr kostet es im Endeffekt. Also wir müssen so effizient sein wie möglich. Gut. Wir werden natürlich versuchen, die sind zusammen 0,6 Sekunden. Und einer von denen wäre eine Sekunde. Das heißt, wir probieren hiermit klar zu kommen.
Das heißt, wir filtern rot. Und nee. Wir filtern rot und filtern grün raus. Any. Nee. Rot und blau, okay, genau. Dann hätten wir hier blau und grün. Und grün geht in die Trashcan. Also ich denke, das wäre das Simpelste. Oh. Vielleicht sollte man das noch connecten, ne? Das wird auf jeden Fall funktionieren. Aber was ich nicht ganz verstehe, Accuracy 100, ja. Es kostet uns 2 Euro pro Sekunde. Wir trashen die Grünen. 6,6 Sekunden. Ich glaube, die Anzahl Notes spielt nicht so eine Rolle. Respektive, das Einzige, was zählt, ist die Zeit. Habe ich das Gefühl. Jetzt ist die Frage, können wir das irgendwie vereinfachen, so dass Grün besser rausgefiltert wird. Weil wir müssen die 100% erreichen. Ich glaube, das geht nicht einfach. Ich werde das jetzt einfach mal releasen. This action deploys the codes to the server. From this moment, the startup will work automatically. Okay, gut. These bars indicate how much money your scheme has been making in each day of the week. Green color indicates that your scheme was bringing profit. Red color indicates losses, and you've spent more money on service than you've earned. The number stands for total earnings. Okay. As for these bars, they show the efficiency of your scheme on each day of the week. Yellow parts indicate successful process requests, and red parts indicate that your scheme failed to process. In simple words, if the total number of requests exceeds your scheme capacity, you earn less money. Hype. The number on the right indicates company's total funds. Number on the right? Das hier? If a startup runs out of funds, it ceases to exist. Next to it, you can see hype indicator. While a startup is on hype, it attracts huge amounts of user attention. But it will wear off eventually, so don't miss the moment when this bar turns gray. You can sell shares and leave the startup at any time to do so, okay? You will receive profits for damages for your startup on a weekly basis. Feel free to skip a couple of days if you don't want to wait. Okay, ich denke, das ist, wir warten einfach mal ab, wie sich das verhält. Das läuft jetzt halt so nebenbei, ne? Generiert Income, Startup 1 von 4. Das heißt, irgendwann werden wir merken, dass das Startup einfach nicht mehr profitabel genug ist und dann verkaufen wir den Mist. Wahrscheinlich. Patch. Okay, wir können das jederzeit patchen. Server kostet 2 Euro pro Sekunde. Wenn ich das reinpacke, ist es nicht mehr. Ach so, ja, pro Sekunde. Die Frage ist aber, wie das Income verteilt wird. Wie wird das Income gerechnet? Das verstehe ich nicht ganz.
Das sieht man hier irgendwie nicht. Und das wäre relevant zu sehen. Naja, egal. Wir gehen weiter. Chicken Escape Farm. Hi Dame, my name is Zara. I own a small technological farm. We are improving our processes using latest technologies. Shops we are working with need supplies of eggs of different kinds. And it takes a lot of time to sort them manually. That's why we've decided to automate the process with all the necessary characteristics used to calculate X parameters. But we need an algorithm, blah blah blah. Okay, gut. Das ist, wir müssen hier wieder das Sift verwenden. Wir dürfen 2 Stück verwenden. Und wir brauchen alle. Das heißt, es wird nichts getrashed. Es brauchen alle 6. Wir haben 37 Sekunden Zeit. Okay, das ist wahrscheinlich relativ einfach. Wir haben die hier rein. Hauen die hier rein. Schmeißen die hier rein. Alles andere kommt dann hier hin. Test Run. Müsste wahrscheinlich so schon funktionieren. Meiner Meinung nach. Hier unten wird es ein bisschen knapp. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Spannend. Wir haben 30 hier von der. Der akzeptiert aber auch nur die. Was ist, wenn wir die zuerst rausfiltern? Und alles andere hier reinpacken. Weil das dann schneller geht vielleicht. Ich weiß es nicht. Goldmedaille. Timespan 35 von 37. Sehr nice. Gute Sache. Releasen das. Ja, das passt. Ist gut. Läuft. Nice. Ja, das war nicht schwierig. Aber ist cool gemacht. Accept. So, sehen wir es hier schon. Das Income hat sich verdoppelt. Die User sind auch gestiegen. Okay. Naja, wir machen mal weiter. Crowd Psychology. Ich denke, das hier wird jetzt ziemlich schwierig werden. Good day, our company is making a sociological research. We are currently working on the field of crowd psychology. We need an algorithm which will be capable of defining a person's type based on certain behavior triggers. This way we will be able to quickly identify dangerous individuals in the crowd according to their behavior and prevent unpleasant accidents. We have identified the parameters to work with, but we need an experienced developer to write the algorithm. Okay, wir können 8 Stück hier haben. Nice. Okay, jetzt wird's. Jetzt geht's um Formen und Farben. Okay. Ach du Scheiße. In 34 Sekunden. Gibt's Formen, die wir nicht brauchen? Wir brauchen alle Arten von Formen. Gibt's Farben, die wir nicht brauchen? Im Prinzip können wir auch alle Arten von Farben brauchen. Der hier braucht 18. Ich bin versucht, erstmal direkt die grünen Triangles rauszufiltern. Und wir sagen dann grün. Grün geht hier rein. Und alles andere. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert so nicht. Weil wenn ich die jetzt hier in eine Trashcan reinpacke, dann geht die Hälfte von grün auch hier durch. Wir haben den
Es fehlt uns Node eigentlich. Den if else. Weil wir wollen hier nicht any, sondern alles außer grün haben. Aber das geht wohl nicht. Das heißt, ich vermute mal, das, was ich mir hier gerade zusammengebastelt habe, das wird falsch sein. Die 15 roten reichen nicht aus. Das heißt, wir werden hier grüne brauchen. Ja, wir müssen die rausfiltern, irgendwie. Irgendwie müssen wir die rausfiltern. Das Else ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir brauchen hier nur die. Wir können ja mal... Ah. Wir müssen hier grün rausfiltern. Okay, gut. Grün. Any. Nee, Any würde auch wieder grün matchen. Okay, gut. Dann machen wir das so. Wir haben grün. Also, blau geht direkt hier rein. Grün geht hier rein. Else. Rot geht hier rein. Und das hier geht in eine Trashcan. Oder? Jetzt, das heißt, so müssen wir eigentlich jetzt alles hier rausgefiltert haben. Jetzt ist die Frage, ob die 15 hier ausreichen. Das heißt, wir haben noch 4 übrig. Ich denke, das passt. Also, wir wollen blau nicht haben. Aber grün. Das heißt, blau geht in eine Trashcan. Wir wollen rot nicht haben, aber grün. Das geht in die Trashcan. Weil wir das eigentlich hier reinpacken können. Und die grünen gehen hier rein. Die Frage ist, ob das von der Zeit her ausgeht. Das müssen wir jetzt testen. Moment mal, hier stimmt was nicht. Stopp, hier stimmt immer noch was nicht. Das muss umgekehrt sein. So. Weil wir hier können hier auch die roten Quadrate mit einfügen, wenn wir wollen. Das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Warum hat das hinten und vorne nicht funktioniert? Warum? Müssen wir nochmal sehen. Ja, die grünen Kreise müssen weg. Wir haben hier 8. 6 von 6, 43 Sekunden. Okay. Also wir dürfen mehr Nodes einsetzen, müssen das aber in einer weniger Zeit erreichen. Das irgendwie macht das nicht so viel Sinn, weil je mehr Nodes wir einsetzen, desto länger braucht das Ganze doch. Um einen von denen kommen wir nicht herum.
Meiner Meinung nach. Oder? Oder schon? Ich glaube nicht. Was ist hier das Problem? Der am Anfang ist wahrscheinlich zu langsam. Wir haben hier noch super viele drin, aber der ist so langsam, dass es... Also, schmeiß nochmal alles weg. Wir können den hier nicht am Anfang haben. Wir müssen erstmal die Farben trennen. Das heißt, ich hätte ganz gerne grün. Und rot oben und dann würde ich sagen, haben wir blau oben, grün unten. Wir müssen noch die Formen rausfiltern. Okay, Moment, grün unten, blau oben. Wahrscheinlich funktioniert das wieder nicht, aber wir kommen der Sache langsam näher. Wir hauen das hier rein. Ja, und das hier rein. Sagen wir, und das. Oder wir wollen das. Schmeiß das da rein. Und ansonsten geht es in den Trashcan. So, jetzt haben wir hier nur grün. Das heißt, hier haben wir auch nochmal eins von denen. Ja, verwenden zu wenig. Das heißt, du kommst hier rein, du kommst hier rein und du gehst hier hin. Das müsste schneller sein. Der hier kommt nicht hinterher. Ach du Scheiße. Okay, wie... Das ist schwierig. Der hier, es staut sich natürlich bei dem. Weil die viel schneller sind. Aber wir müssen die Formen irgendwie rausfiltern. Müssen wir noch mal gucken. Wann die Zeit abläuft, wie weit wir sind. Okay. Also der hier ist. Das ist eine Katastrophe. Was ist, wenn wir es anders machen? Was ist, wenn wir sagen, hey, wir brauchen ja nur 22. Das ist, wir müssen nicht alles trennen. Wir können mehr in die Trashcan packen. Wir wollen auf jeden Fall die roten Quadrate haben. Und blaue Quadrate sind auch okay. Das heißt, wir schmeißen das hier direkt rein. Und alles andere schmeißen wir direkt in die Trashcan. Von Rot. Bei Blau,
Dann nehmen wir die Kreise und alles andere. Schmeißen wir in die Trashcan. Gucken wir mal, ob das so besser funktioniert. Der staut sich hier noch so. Ran out of time. Ärgerlich, ärgerlich. Also was zumindest schon mal gut zu scheinen, dass das unten, der untere Teil scheint einigermaßen gut zu funktionieren. Ich bin mir zwar noch nicht sicher, dass das also wir wollen jeweils rot und blau. Das heißt, wir machen hier nochmal rot und blau. Und sagen bei rot, nehmen wir die hier. Bei blau nehmen wir die hier. Oder? Wir gucken mal. Ich weiß nicht, ob das... Es ist zu langsam. Es ist zu langsam. Also für Gold. Dass das hier unten zu langsam ist, das habe ich mir schon fast gedacht. Das heißt, wir müssen irgendwie eine Lösung finden, dass wir... Die blauen Quadrate vielleicht auch... Was ist, wenn wir hier Annie machen? Staut sich der. Da staut sich der. Weil von dem natürlich auch noch Zeug rauskommt. Machen das so. Dann machen wir hier noch einen separaten. Der blaue Kreise filtert. Der Rest geht in die Trashcan. Irgendwie so. Das staut sich da schon wieder ein bisschen. Hier auch. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, eine Trashcan brauchen wir so oder so. Wir haben rot und blau oben. Eigentlich müssten wir jetzt hier wirklich nur die Triangles rausfiltern, die Triangles trashen und alles andere weiterführen. Das Problem ist, dass das viel zu langsam ist. Theoretisch könnten wir noch...
wir das zwischen Rot und Blau separieren. Was kommt hier alles raus? Wie viel sind es gesamthaft? 25, 30. Wir haben mehr Rote. Wir haben mehr Rote. Ah, es ist super schwierig. Ich glaube, wahrscheinlich ist das Spiel zu schwierig für mich. Das ist echt... Ah, ich weiß nicht, ob ich das in einem Let's Play hier so, so machen kann. Aber das sind die super schweren Logik-Rätsel. Aber wir probieren es noch ein bisschen. Was ist... Wenn wir... Filtern die Roten hier raus. Wir filtern die roten Triangles raus. Und zwar gehen die in die Trashcan. Alles andere geht durch. Und bei Blau filtern wir ebenfalls die Triangles raus. Triangles gehen in die Trashcans, alles andere geht durch. Und hier unten wir können auch mal zwei verwenden. Ich glaube, drei hiervon und vier von denen ist richtig. Also, wir wollen von Blau die Kreise haben. Nee, Moment mal. Wir wollen von Blau die hier haben. Die gehen nämlich in die Trashcan. Alles andere geht durch. Von Grün wollen wir die haben. Alles andere geht in die Trashcan. Das heißt, wir filtern wirklich nur nach den hier. Gucken wir mal, ob irgendwo was sich staut. Ja, hier. Zu viele rote und zu viele grüne. Blau wird hier gesplittet, deswegen kommen die hinterher. Sekunden hat die ganze Geschichte gebraucht. Das ist viel zu lange. Das Problem ist halt, dass wir... Blau splittern wir hier halt. Blau lassen wir durch zwei durchlaufen. Das heißt, jede Farbe müsste im Prinzip... Ups. Oh, das hat man in der Aufnahme gehört. Tut mir leid, da bin ich ans Mikrofon rangekommen. Jede Farbe müsste man im Prinzip durch zwei davon durchlaufen lassen, weil sonst staut es sich. Das heißt, ich denke, wir brauchen 6 hiervon. Ich denke, wir brauchen hiervon 6. Dann haben wir noch einen. Oh mein Gott. Wir filtern. Filtern wir Rot. Filtern Blau und Rot. Nee, Grün und Rot. So. Stopp, nein. Filtern Blau und Grün. Weil Rot kann in beiden verwendet werden. Okay. Das heißt...
Oder ist es doch falsch? Ich glaube, das ist doch falsch. Okay, wir haben blau und rot oben. Dann splitten wir das auf blau und rot. Oder nicht? Eigentlich könnte man das jetzt hier... Wenn das Ding hier nicht so schweinelangsam wäre, können wir hier einfach die Dinge hier rausfiltern. In die Trashcan packen, alles andere durch. Aber das läuft nicht. Das läuft nicht. Ich glaube, das wird schon so irgendwie laufen. Also wir haben blau und rot oben. Und grün und rot unten. Ich glaube, der untere ist relativ einfach. Wir sagen hier, wir wollen von den roten Quadrate haben. Von den grünen. Es kommt jetzt halt alles, was grün ist, hier raus. Das heißt, der wird wieder überlastet sein. Wir brauchen eine hundertprozentige Genauigkeit. Okay, alles was... Alles, was Triangles sind. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, der hier wird überlastet sein. Wir schmeißen das da rein, Rest in die Trashcan von grün. Können wir das splitten? Ne, können wir nicht. Mit den restlichen Triangles können wir nichts anfangen. Wir können die auch nicht früher rausfiltern. Außer wir brauchen... Doch, wir brauchen eine Trashcan. Weil wir haben hier Zeug, die wir nicht verwenden können. Eigentlich nur die Triangle-Geschichte. Die wir trashen können. Naja, natürlich, ich muss es komplett anschließen. Okay, also, machen wir es nochmal von Anfang an. Bei Rot. Triangles gehen in die Trashcan, alles andere hier rein. Ich denke, das funktioniert so. Dann, brauchen wir hier nochmal einen. Theoretisch können wir den auch wieder hier reinfeeden, aber dann ist er überlastet. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir splitten das hier nochmal auf. Sagen blau und rot.
Dann haben wir alles getrennt. Dann haben wir die Farben schon, haben wir die Farben schon separiert. Wir müssen mal gucken, von welchen haben wir denn am meisten? Wir haben 25 blaue, wir haben 28 grüne und 30 rote. Das heißt, wir von den blauen haben wir am wenigsten. Das heißt, blau ist hoffentlich nicht überlastet mit einem. Rot haben wir am meisten. Das ist auch hier. Filtern wir wieder die hier raus und das hier rein. Es wird nicht funktionieren. Es wird zeitlich nicht hingehen. Wobei. Hier oben schon. Average Destination Time 11,5. Was sagt uns das? Keiner von denen ist überlastet, oder? Wir müssen nochmal gucken. Ist irgendeiner überlastet? Der blaue kommt nach. Der da unten ist überlastet, der grüne. Der grüne ist überlastet. Was ist, wenn wir das... Das wird so nicht funktionieren. Im Prinzip... Ne, jetzt wird der hier wieder überlastet sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil wir haben am meisten rote. Ja. Grüne auch knapp. Das heißt, im Prinzip brauchen wir hier schon den zweiten. Oder... Weil wir haben hier zu viele. Wir haben hier zu viele. Was ist, wenn wir ein paar von den roten hier durchknallen? Das heißt, wir würden sagen, hey, vielleicht geht das so irgendwie. Wir jagen die Roten hier durch und sagen, nehmt die schmeißen wir hier rein. Die anderen gehen hier rein, dann werden die Triangles rausgefiltert und wir kriegen zumindest die 5 hier. Vielleicht funktioniert das. Der grüne unten wird immer noch überlastet sein. Jetzt ist der überlastet. Der fühlt sich gut. Yes! Das hat geklappt. Ich verreck. 133,1 haben wir gebraucht. Meine Güte. Okay, Release. Ah, das war super schwierig. Das war richtig, richtig schwierig. Dass man da halt die wirklich dann noch auch rausfiltern muss. Man muss das auch halt in Kauf nehmen, dass sich das dann teilweise ein bisschen staut. Aber total hat sich dann hat es dann trotzdem funktioniert. Hier machen wir immer noch Gewinn. Allerdings ist der Gewinn ein bisschen zurückgegangen. Wir behalten das mal im Blick. Können hier Sachen kaufen. Kaktus. Protect from Radiation. Ist Banhammer Miniature Cat Marine. Nice, 40.000. ach komm.
Warum auch nicht? Hardware. Vielleicht hätte ich das in das hier investieren sollen. Increases Node Working Speed by 1%. Increases Data Transfer Speed by 1%. Increases Sockets Processing Queue. Increases Data Transfer Speed. Machen wir mal das. Das und das. Ich meine, wir haben es ja, ne? Im Endeffekt. Na gut, meine Lieben. Ich würde sagen, das war es erstmal mit dieser Episode. Ich weiß noch nicht genau, wie es mit diesem Projekt hier weitergeht. Das hängt jetzt so ein bisschen von eurem Feedback ab. Habt ihr Bock, mir zuzusehen, wie ich mich da durch die schwierigen Puzzles hier durchkämpfe? Und versuche hier überall Gold zu holen? Oder sollen wir einfach uns mit Silber zufrieden geben? Habt ihr da überhaupt Bock auf dieses Projekt? Lasst mir ein bisschen Feedback da. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal oder in einem anderen Projekt wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.